Chat, weil ihr es so euch gewünscht habt, Archer-Build. Wir gehen jetzt mal auf Ranger und was können wir noch machen? Nochmal AOE? Wisst ihr was? Archer und Cleric für den Anfang finde ich ziemlich gut. 17 war der erste Tod. Ja, nice. Hallo, Mr. Archer. Lest gut. Hast du Erdpiercing Damage? Oh, Big Brain, wie das jetzt komplett, dass jedes Mal mehr Flips getroffen werden. Wir sind uns schon einig, dass wir gegen Atmos-Flips kämpfen, oder? Die roten hier sind Shidos. Let's go. Gib mir noch einen Archer. Und let's go. Na komm. Wir wünschen, ihr werdet wieder langsam. Ich hab auch Bock auf ein Minion-Bild mit ganz vielen Critters. Auch wenn wir die Critters vorhin immer nur bei den Gegnern gesehen haben. Bei mir hat irgendwie der Beastmaster nicht so viel gemacht, aber... Wenn wir die Klassenfähigkeit mit erhöhter Crit-Chance nicht aktiviert hatten... Oh ne, der Grüne, ne? Der Grüne, ey, dass die sich verwandeln können und schneller werden, ist schlimmste Fähigkeit ever. Lass mich noch ein bisschen kiten hier. Lass mich immer weiter kiten. No, 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 no! Let's go! Was macht der Miner? Picking up gold releases 4 homing projectiles that each deal 10 damage. Slow moving off that launches projectiles, each dealing 13 damage. Wisst ihr was? Wir nehmen den Arcanist, weil es davon 2 gibt. Heavy Stonks. Hau ab, grüner Wurm. Keiner mag Wasabi-Flips. Ah, das ist eine Lüge, ich würde sie mögen. Ich mag auch Wasabi-Nüsse. Aber Chidos schon unangefochten die Besten! Hör auf mich anzugreifen! Gab's schon eine Eissortentierliste? Nee. Gibt's eine gute Vorlage für eine? Nee, 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 werdet bitte wieder zu Shidos. War nur eine Idee. Ich bin dafür. Ich bin dafür, sowas von zu haben. mehr Healing. 50% Damage to Rangers and Rogues oder 25% Damage to Rangers and Rogues? Heißt das, wir machen den Gegnerklassen Ranger und Rogue mehr Schaden oder unsere Klassen machen mehr Schaden? Anyway, I take it. Ey, finde ich aber eine coole Idee. Wenn du da eine hast, schickst du mir gerne mal zu, dann machen wir das nächste Woche. Warte, wir haben schon einen Cleric, oder? Zu meinen Klassen, okay. Excuse me? Früher Shop und wir haben schon 2+2 Einheiten in der Party. Können wir upgraden? Let's go. Was haben wir hier gerade für einen guten Shop eigentlich?
Bitte nicht verwandeln! Bitte nicht verwandeln! Bitte nicht schubsen, ich habe Snackerix im Rucksack. Entschuldigung. Ist er gerade explodiert? Frech! Okay, was kriegen wir mit euch? Classes Psyker, Ranger oder Warrior? Ich bin Fan, vor allem wieder, weil es zwei davon gibt und Rogue haben wir noch nicht. Ey, wenn es auf die Ranger-Class einzahlt, nehmen wir davon zwei, wir heben den Rest auf und let's go. Heavy Range Build. Mehr Projektile. Mehr Shooty Boys. Also wir kämpfen gegen Erdnussflips. Wer sind wir? Chat, ich bin schwer dafür, dass... mach den weißen Wurm weg! Dass wir... ich glaube, wir sind Smarties. Sind wir Smarties oder M&Ms? Ich glaube, wir sind Smarties. Wir sind schon eher rund als nusselig. Let's go. Der nächste Arcanist. Instant Buy. Rogue, Conjurer und Nuker. Davon haben wir nichts und Mercenary wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht. Wir upgraden unseren Shop und let's go. Any Red Gems? So ist ganz gut. So ein bisschen taunten hier noch. Ah, nicht in mich reinfahren! No, 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 no! Ich höre sofort auf mit taunten. Please don't crash me. Ich habe keine Haftpflicht mehr. Diese Schlange ist unversichert im Straßenverkehr unterwegs. Ja, aber die Elite ist tot. Das ist auch gut. deal damage to all enemies based on how many mages or sorcerers you have. Ban. Projectiles that chain. Gain plus 25 damage with each chain. Ich glaube, das haben wir aktuell noch nicht. All enemies slower. Ist vielleicht die Basic-Wahl hier, aber all enemies slower. I take it. Gib mir den nächsten Arcanist. Let's go. Yo, Swift, das geht ab. Wollen wir einen Infester, Cursor oder Swarmer? Haben wir irgendwas, was darauf synergiert? Wollen wir damit anfangen? Haben wir nicht! Ey, unser Deck hier ist gerade relativ tight. Und ich mag es, dass es so tight ist. Vorhin haben wir sehr, sehr viel gekauft. Jetzt kaufen wir sehr, sehr wenig. Wir kaufen sehr fokussiert. Aber was ist unsere zweite Runde hier in Snack-Ex? Help me, I'm under the snake water. Ihr kriegt mich nicht, ihr seid zu langsam. Oh, er hat mich gekriegt. hör auf. Hey, Chachi Boy. Was war da denn los? Keine Wurmversammlung bitte. Nee. Gut. Very, very good. Können wir sie ein bisschen weghalten. Hey Lu, schön dich zu sehen. Happy Lucky. Ich glaube, wir haben eigentlich keine Wahl. Wir müssen noch einen Cleric nehmen. Wir sind hier so gut dabei. Wir hätten gerne mal wieder ein paar mehr Archer-Klassen. Mage oder Voider? Und den haben wir bisher noch gar nicht. Okay, gib mir mal einen Reroll.
Sorcerer und Ranger wollen wir eigentlich. Zeiger und Warrior ist auch okay. Haben wir gerade gar nichts von. Okay, gib mir noch einen Reroll und dann gucken wir mal, ob wir da lieber aufhören wollen. Conjurer und Healer. Kara verstehe ich nicht. Jo, gib mir vielleicht mal so einen Basic Swordsman. Und wir haben bereits einen Warrior-Punkt, also warum nicht? Sind wir kurz vor dem nächsten. Mage und Nuker ist wieder AOE. Gib mir noch einen Reroll. Gib mir den Arcanist. Gib mir den Arcanist. Oh mein Gott, 1, 2, 2. Wir werden nicht greedy. Wir bleiben dabei. Der Warrior ist, glaube ich, smarter, wenn man den nach vorne packt, ne? Aber wir haben eine Tendenz dazu, dass wir eher hinten am Booty getroffen werden. Wenn uns jemand attackiert. Und das ist vielleicht ganz smart. Hey Lu, ich hoffe, bei dir ist alles gut. Okay, was war die Welle voran, die uns so Probleme gemacht hat? 15, oder? Gucken wir, dass wir dieser ist ein bisschen besser durchkommen. Ich finde nur Listen mit wenig Sorten oder total weirden. Wahrscheinlich das gleiche Problem wie auch so ein bisschen bei der deutschen Snackliste, oder? Ist halt so sehr amerikanisch fokussiert. Eigentlich bräuchten wir so eine. Wir bräuchten so eine Schöller-Langnese-Freibad 2002-Tafel. So eine bräuchten wir, die wir dann einsortieren können. Archer, let's go! Wir wollen keine Rogues haben. Gib mir den Reroll. Wir brauchen Scouts? Wie kommst du darauf, dass ich diese Dinge brauche? Ich habe keinen einzigen Rogue in meiner Klasse. Was soll ich mit dem? Mage und Nuke und Nuke und Forcer. Gib mir nochmal einen Reroll. Gib mir den nächsten Arcanist. Oh mein Gott, gib mir die Dreierstufe da bitte. Gib mir den Swordsman und gib mir das Let's Go. Gib mir das süße, süße Let's Go. Und ihr hört jetzt sofort auf, mich zu schießen. Ey, die weißen Würmer müssen wir wirklich relativ sofort chargen, wenn wir die sehen eigentlich. Dachte ich vorhin schon, unser AOE sorgt da ganz gut für, aber... Turns out, not. Oh! Sehr gut, sehr gut. Dich chargen wir? Oh, Baby. Jo, danke für den YouTube-Support. Dankeschön, dankeschön. Mehr Healing? Mehr Chain Damage? Oder mehr Critter Health? Gib mir mehr Healing, bitte. Stecken schon mal ganz gut ein. Jo, Cannoneer? Cannoneer ist ein Ranger. Gib mir mehr Ranger-Synergies. Mit AOE Damage. Let's go. Du zahlst auf Warrior ein und auf Cursor. Auch mit AOE Damage und mit Stun. Würde mir, glaube ich, hier den Defense Bonus geben, ne? Aber ist wieder was Neues. Gib mir noch einen Vagrant. Cursor Rogue. Wer bist du? Du bist Nuker. Gib mir noch mal einen Reboot, gib mir noch einen dritten Swordsman. Warrior und Enchanter. Ne, ihr seid Sorcerer, Warrior Rogue. Mehr Knives. 20% Damage und Defense to all Allies. Das klingt absolut großartig. Und du zahlst auf Warrior mit ein. Und dadurch kriegen wir mehr Defense, plus 25.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, unsere Klasse ist voll. Wir sind gerade ein bisschen expandiert. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Hättest du eine halbwegs brauchbare? Ja, wenn du magst, schickst du mir gerne mal im Discord. Das ist eine als der Privatnachricht, dann schaue ich mal drauf. Im Chat geht sie nur unter. Ich meine, tierlistmäßig müsst ihr sagen, ob ihr das schon wieder überstanden habt. Wir haben ja erst vor kurzem die deutsche Snacks-Tierlist gemacht. Emotional war die da ganz vorne mit dabei. Was ich verstehen kann. Pringles Ketchup, auch wirklich eine Top-Tier-Sorte. Wie konnte ich dann nur so respektlos sein? Ist gut. Oh mein Gott, Stufe 3 Arcanist. Was hast du Schönes für mich? Attack Speed for the Orb and 2 Projectiles are released per cast. Das ist ja absolut großartig. Haben wir Rogues? Wir haben keine Rogues. Gib mir den Reroll. Gib mir den nächsten Archer. Du bist ein Mage, dich wollen wir nicht. Gib mir den Reroll. Wollen wir noch einen Swordsman? Ich sage ja. Gib mir noch einen Vagrant. Gib mir noch einen Cleric. Wir gehen tief rein, ne? Aber... Oh, Baby. Okay, Ranger und Forcer. Das klingt gut. Wen wollen wir dafür loswerden? Ich glaube, am ehesten den Squire, oder? Verlieren wir da, aber dann verlieren wir den Buff. Was verlieren wir durch dich? Durch dich verlieren wir den anderen Buff. Ja, dann baller den mal bitte raus und gib mir den Barrager. Saure Würmer beste. Ich glaube, saure Würmer wären gar nicht drauf, Lou, auf der Liste. Aber saure Gummibärchen sind schon ein Top-Tier. Das stimme ich zu. Gibt es einfach so gute. Hate Crime! Ey, es fehlt einfach immer was. Es ist so. Ich glaube, selbst wenn wir uns mal hinsetzen würden, so eine Tierlist selber machen. Oh, ich glaube, MK hat das mal gemacht. Ich glaube, da ging es auch um Schokoladensorten oder so. Das war echt wild. Ich glaube, richtig krass investiert, wirklich eine Stunde oder zwei Stunden wirklich nur die Liste gemacht mit Sachen, die da drauf sollen. Haben wir gerade den All Clear bekommen, bevor alle Gegner tot waren? Let's go. Gib mir den Cleric. Gib mir den Swordsman. Dich wollen wir nicht haben. Gib mir den nächsten Archer. Gib mir den Werewolf. Gib mir den Cleric. Wollen wir noch einen Vagrant? Yes, 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 yes. Ich glaube, wir bleiben so. Wir kriegen gerade ganz gutes Interest wieder rein. Oh, wir sollten unseren Shop upgraden. Oh mein Gott. Ich hätte, das wäre so smart. Okay, okay, wir investieren gleich erstmal sehr stark in unseren Shop. Das habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Kriegen wir ein bisschen bessere Klassen. Aber der Build funktioniert bisher. Crits from Rogues, I don't care. 100% ASPD. Battle Chat, was ist ASPD? And damage to major sorcerer every round for that round. 20% chance to create 3 secondary AoEs on AoE hit. Gib mir bitte Echo Brush. Attack Speed! Okay, das ist smart. Ja, auch schön nicht zu sehen. Okay, gib mir aber erstmal den Archer. Und dann haben wir den Shop nochmal geupgradet. Oh, Baby. Wollen wir ihn weiter upgraden? Ich glaube nicht. Gib mir den Reroll. Wollen wir irgendwas haben? Gib mir nochmal einen Reroll. Ich glaube, wir wollen nichts. Wir sind jetzt richtig tief in den Shop reingegangen. Welle 13 von 25. Ich hoffe, das war kein Fehler.
Wir passen dadurch ein bisschen Interest, den wir bekommen hätten, wenn wir das Geld gespart hätten, aber... Unser Healer muss besser werden. Oh no, okay, wir mögen ihn verloren. Okay, die 20% für AOE, wenn die critten, dann ist es richtig nice. Tim, wenn du aufhören könntest, nicht durch die roten X durchzufahren, da ist kein Schatz vergraben, auch wenn es so aussieht. Excuse me. Please stop. Spätestens, wenn man andere sieht und denkt, das habe ich vergessen. Ja, es ist immer so. Bei Eissorten wird es genau das gleiche sein. Ich meine, ich werde nur gucken, ob Capri drauf ist. Damit meine Nummer 1 schon mal safe ist. Aber that's it. Healer und Psyker. All damage taken is stored up to 50% max HP and distributed as healing to all allies. Okay, wir können... Ich will ihn eigentlich behalten. Wisst ihr was? Wir ballern den Cannon hier weg. Holen uns den Psykeeper mit dazu, weil dann kriegen wir... Oh baby, wir kriegen Healer mit voll. Eissorten. Und ich weiß nicht, ging es um Eissorten oder ging es um Eismarken? In meinem Kopf ist das so ein Kinderding. Okay, Topshop. Topshop, Chat. Brauner Bär, Ed von Schleck, Capri, Nogga Chock, Ninja Gaiden 3. Eiskugeln ist auch eine gute Idee. Hört auf, ihr seid so schnell! Jetzt sehe ich zu Soft Eis. Habe ich nicht mehr gegessen. Seitdem ich eine 2 bei meinem Alter vorne hatte. Oder eine 1. Habe ich in meinen 20ern Soft Eis gegessen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube wirklich nicht, Chad. Ich glaube, das letzte Mal Soft Eis gegessen müsste ich mit, keine Ahnung, 18, 19, 17 oder so. Seitdem ich weiß, wie diese Maschinen von innen aussehen können, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe in meinen 20ern kein Softeis gegessen. Habe ich was verpasst oder war das eine gute Entscheidung? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir eigentlich dadurch, dass wir unseren Shop besser gemacht haben, jegliche Möglichkeit gejietet, jemals wieder einen Archer zu kriegen? Ist dies ein Problem? Zweiter Run, Chat. Zweiter Run. Hallo, mein Linlin. Softer ist es Himmel in einer Waffel. Ich würde so gerne. Aber little known fun fact. It is I. Laktoseintoleranz. Und soweit ich weiß, Softer ist eh schon eine schwierige Target Group. Ich glaube nicht, dass es das Laktose freigibt. Ich will jetzt keinem Softeis malig reden, wirklich nicht. Wir erinnern uns alle noch an den sehr verhängnisvollen Stream, wo ihr mir Kirschen für einen Sommer kaputt gemacht habt. Ich will nicht das gleiche mit euch machen, Chat. Dafür respektiere ich euch viel zu sehr. Repeatedly deal damage to all enemies based on how many mages or sorcerers you have plus one critter health. Arrows fired by rangers, let's go! Mehr piercing, mehr seeking. Let's go. Ooh. Aber ich meine, wir sind so kurz davor, den Cleric voll zu kriegen. Ah. Ah, Chad, wie kommen wir an die ran? Wie kommen wir an die ran?
Ah, wir sind so einer noch. Einer, nee, zwei noch. Dual Gunner. Ranger Rogue shoots two parallel projectiles, each dealing 15.6 damage. Oder Zai Kino. Pulls enemies together for 2 seconds. Dafür kaufen nicht. Präsi bis morgen 13 Uhr, reicht morgen anfangen, oder? Ich weiß, die Antwort, die du hören willst, ist chill und hab einen entspannten Tag. Aber so funktioniere ich nicht. Nur du fängst heute an. Du machst was richtig Gutes draus. Das wird richtig gut. Nimm dir noch ein Ziel vor. Einen geilen Keks, ein geiles Stück Kuchen, einen geilen Kaffee oder einen geilen Tee. Den genießt du nochmal richtig und dann wird geballert. Und oder so eine Wohnung noch in Sims bauen. Das ist auch gut. Ey, vor allem, wie gut ist bitte einfach dieser neue Inneneinrichtungs-DLC? Ich schaue mal ganz verliebt Natascha dabei zu, wenn sie den spielt. Es gibt nur so eine Sache, die verwirrt mich ein bisschen. Und zwar, an manchen Stellen ist der so ein bisschen buggy und Gegenstände ragen immer in den Boden rein. Mal so, sie wollte mir irgendwie einen Schrank zeigen oder so und der guckt einfach aus dem Boden raus. Aber ich habe auch schon überlegt, ob wir den mal vielleicht in der Show spielen sollten. Wir haben auch relativ viel Tenants und so gemacht, viel Hausflipper und sowas alles. Da würde es ganz gut reinpassen, aber ich glaube nicht, dass ich Sims streamen möchte. Glaube nicht. Gib mir so viel Backseat-Game in jedem Roguelite und Auto-Battler der Welt. Ich bin nicht bereit für die Sims-Community. Der erhöhte Boden ist noch nicht gepatcht. Ja, wir behalten es auch schon im Auge, dass es besser wird. Spawn 3 small critters. Oh, no, 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 no. Deals AOE Damage. Ey, der Highlander ist doch jetzt schon locker besser als beide Swordsmen hier zusammen. Ding. Beide weg. Highlander. Let's go. Gib mir den Reroll. Infestor, Reroll. Archer! Oh, Baby. Gib mir den Reroll. Gib mir noch einen Highlander. Ja. Highlander soll neu gedreht werden mit... Ich weiß, kurz so wird, dass er nicht Harry Cavill heißt. Aber er heißt ja Henry Cavill. Ja, das ist witzig. So eine Mischung aus Harry Potter und Henry Cavill. Okay, Chad, ich glaube, hier bleiben wir erstmal. Du wirst geupgradet. Let's go. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Yo, Dan, willkommen zurück. Wie war dein zweiter Friseurtermin des Tages? Hey, warum greift ihr mich so an? Hört sofort auf damit! Und schicke ich mal einen Highlander vorbei. Er war effizienter als der erste. Ist so. Dann haben wir schon was, was wir heute Abend spielen. Ich spüre immer noch leichte Abneigung gegen dieses Battle Royale Browser Game, was ich selber noch nie gespielt habe. Geh aus der Mitte raus! Nein! Okay, Arena clear. Welche Welle sind wir? Oh Gott. Level 18? Okay, jetzt kommt eine Elite. Lass uns nochmal Heavy Shopping betreiben, bitte. Ey, wer bist du? Brauchen wir dich noch? Oh, du bist aber so stark! Ich will dich behalten! Oh, easy Run? Ja, das ist mein zweiter Run. Ich hab schon gesehen, wie Leute an Welle 21 elendig verreckt sind.
Deswegen bin ich da wirklich nicht zu optimistisch. Wir sind hier leider schon voll. Klingt die ganze Zeit Psy Kino, dabei brauche ich Psy Keepers. Aber ich will auch Psy Kino nicht haben. Hunter? Shoots an arrow that deals 30.2 damage and has a 20% chance to summon a pet? Jay, werde mich dafür hassen, aber ich hätte gerne ein Pet. Adios? Nee, warte, wir können Psy Keeper nicht heaten. Wir brauchen den Healer-Klassenbonus. Für mehr Healing Effectiveness. Wir haben auch schon Warrior verloren. Kann dein Hamster ab? Nee, der ist so cute. Den musst du halten. Der ist fast so cute wie die Mods, die du dazu gemacht hast. Liebe die. Ich musste so lachen, als Slabby dieses Meme gepostet hat. Mit diesem, hey, Emotes überarbeitet. Das heißt, du wirst wieder streamen, right? Das heißt, du wirst wieder streamen, right? Oh, ja, hab ich gut gelacht. War nie wieder was mit dem? Ja, doch, tust du schon. Ah, doch. Aber hat er sie hochgeladen? Mega. Amsti, ey, ist so damn. Im Hause, Snoop's Lab? Gibt's einen Hamsterzuwachs? Zusätzlich zum Doggo-Zuwachs. Da haben wir auch schon ein bisschen. Okay, Chat, jeden wir den Arcanist, weil der nichts macht? Ja, let's go. Easy. Gib mir. Wer wollen wir? Komm, wir wollen den Hunter. Ich will das Pad haben. Wir haben irgendwas gerade noch freigeschaltet hier. Was haben wir bekommen? Mehr Healing? Nee, haben wir nicht. Zeiger? Was hast du mir gerade gegeben? Consumer Force? Forced! Knockback! Okay, let's go. Gib mir den Reroll. Gib mir den Reroll. Gib mir den Reroll. Gib mir... Du bist immer noch Psy-Keeper. Gib mir den Reroll. Archer! Okay, wir können ihn rausziehen, wenn wir uns Mühe geben. Hey Sven, was geht ab? Archer, Chat! Level 3 Effekt, Bounce Shot. The arrow ricochets off walls 3 times. Let's go. Hey, Teupo. Liebe das Chloe-Mode. Genieße jeden Moment damit, solange es noch nicht von Twitch gelöscht ist. Entschuldigung, man sieht ein Knie. Let's bounce. Ey, ich dachte vorhin schon, ich liebe unseren ersten Bild, aber ich bin ganz ehrlich, ich liebe unseren zweiten Bild. Look at seeking und bouncing. Wir haben gerade ein bisschen Damage genommen, aber unser Healing geht auch richtig gut voran gerade. Hey, ich bin reingefahren! Oh, das war dumm. Let's go! Okay, wir haben ihn gefinished. Haben dadurch nochmal was verloren, aber das ist in Ordnung. Let's go, Chat, let's go. Mehr Critter Health, Attacks by Mages, Nukers, Avoiders, haben wir alles nicht. Rotating around yourself to the right makes units release projectiles. Ich meine, wie könnte ich denn? Absolut unpraktisch im Kampf, aber... Ja. Die nächste Fahrt geht rechts rum. Okay, wenn wir nochmal irgendwen finden, der Healer und Psyker als Klasse hat, dann müssen wir diesen Psykeeper dann mit mal ersetzen. Dual Gunner. Corruptor Thief. No, 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 no. Warden. Warum kommt der Warden die ganze Zeit? I don't want that. Barragier? Yo.
Herr Barragé. Ach, der. Das wirst du halt doch oft hören. Ja, ich meine, Tricky Towers könnte wieder der Fallback sein. Wenn du willst, dass mein Tag traurig endet, dann. Ist das schon in Ordnung. Geben wir gerade zu viel Geld aus? Maybe. Okay, ich höre gleich auf. Das ist halt jedes Mal wie so eine kleine Lootbox, ne? Absolut fürchterlich. Okay, ich höre auf, ich höre auf. Komm, wir haben ein gutes Bild am Laufen. Welle 19! Ich bin mir nicht sicher, ob es das wert ist, was ich hier mache. Ich habe gerade auf jeden Fall... Ich habe gerade irgendwen schon verloren. Ich meine, für diesen kurzen Moment geht das klar, aber wir müssen auch gucken, dass wir da wieder rauskommen. Oh, no, 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 no. Ich bin Internetmensch, ich kann mich nur gut fühlen, wenn es anderen schlecht geht. Schön, wenn es so geht, aber dein Einladungsbrief zur Good Vibes Gang verloren. Good Vibes Gang, woohoo. Okay, die waren mir ein bisschen gefährlich zu nah dran. Aber Kreiselstrats, Chat. Ah, nee, 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 nee. Kreiselstrats. Dubi Funktionierung. Steckst du dafür eine Einladung in die Lu Gang? Excuse me. Als ob das wirklich funktioniert hat mit dem Rechtsrumdrehen. Warte mal, Hunter? Hunter! Wo ist eigentlich unser Pet? Chat. Wo ist unser Pet? Excuse me? Gib mir den Reroll. Gib mir den Reroll. Gib mir den Reroll. Gib mir den Reroll. Gib mir den Barragier. Oh, baby. Wir sind sehr, sehr, sehr heavy am Rerollen. Ich habe Luck Be a Landlord. Vibes, wenn wir das tun. Aber solange es funktioniert... hier will ich raus! Ich muss raus! Hier ist gut. Let's go! Go extra Squidgies. Von Möwe da auch. Ich bin ein zertifizierter Hundeonkel. Ich verordne Squidgies. Ich muss in die andere Richtung, ja, stimmt. Oh, verdammter Chat, immer nur am Backseat Game. Danke. Liebe ist, dass einer aufpasst, wenn schon nicht ich es bin. Oh, 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 oh. Jo, kollektives Phoebe-Schmusen. Oh, das wär schon schön. Nehmt bitte keine Birkenstocks mit, die werden leiden. Dann warum reden wir über das, was ich an den Füßen habe? Birky Gang, wuhu. Aber es ist gut zu wissen. Bei unserem Familienhund sind es Schuhlöffel. Schuhlöffel sind der Feind. Die werden angeknurrt, die werden angebellt, die sind richtig wütend. Ich glaube, der Hund ist immer grundsätzlich sehr verwirrt, wenn jemand sich etwas an die Füße tut. Oh mein Gott, Chat ist der zweite Psykeeper. Let's go! Wir können nicht anders... Okay, okay, ein Cleric noch! Und wir haben Massenheilung. Komm, komm. Gib mir... Oh mein Gott. Yes, baby.
Warum gehe ich so tief rein? Einer noch! Hunter. Okay, Hunter hat sich gelohnt. Gönn dir Abfahrt. Hier bleiben wir. Chat, das ist ein guter Bild. Ich fühle mich sehr sicher damit. Level 21, wir werden sterben. Yoshi ist immer vor Freude ausgeflippt, wenn wer das Schuhregal nur angeschaut hat. Und weil er dann schon wusste, jetzt gibt's Walkies. Das glaube ich dir sofort. Hier ist es immer noch eher eine Grundnervösigkeit. Also sobald Bewegung reinkommt in die Menschenmasse, ist eine Grundnervösität, dass es nicht mehr schafft, die Herde zusammenzuhalten. Ihr habt mich beim letzten Mal auch nach der Rasse noch gefragt. Essen relativ reiner Appenzeller. Und er hat einen sehr starken Herdetrieb. Deswegen, am besten geht es ihm wirklich, wenn alle Menschen es schaffen, sich immer grundsätzlich in einem Raum aufzuhalten. Sobald einer geht, ist Panik. Mein Patenhund, genau. Ah! Ich hasse diese Welle. Da ist er dann gleich immer ganz nervös hin und her. Egal, wie gut es ihm in der aktuellen Situation geht. Sobald eine Person den Raum verlässt, ist er so, was, warum hasst ihr mich so? Die Strat ist hier schon sehr wild. Ja, wir haben jetzt aber auch gerade ein paar Einheiten verloren. Aber es kommt doch nur noch eine Welle. Und Bounce. Wie, das war noch nicht die letzte Welle? Nein, nicht so. Mit dem letzten Smarty. Ach du Schande! Oh. Oh, das war gut. Das war gut, Chat. Phoebe ist hoch von uns, sie hat von allem was. Herde, Hüte und Wachen, okay. Oh, Baby. All knives, we don't need it. Projectiles deal up to 100 damage far away and down to 50% damage up close. Entweder ist Longshot der absolute Banger, den wir jetzt brauchen, um diesen Run komplett durchs Dach gehen zu lassen. Oder er versaut ihn komplett, weil wir schon sehr nah eigentlich up close sind. Ich trau mich, glaube ich, nicht. All Mages and Sorcerers cast their spells 25% faster. Soweit wie möglich Max sein, schaffst du? Ja, aber wenn halt so ding, 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 ding. Dann wird es schon schwierig. Aber ich glaube, wir nehmen Longshot. Wenn nicht für mich, dann for Science. Ja. Aber unser Chewie ist ja auch noch 6 Monate alt. Der wird da auch ein bisschen entspannter wieder. Das konnten sie zum Glück in der Schule schon ganz gut sagen. Dass das kein Dauerzustand ist. Okay, gib mir noch einen Vagrant. Wir sind bei Cleric und Vagrant kurz vor der dritten Stufe, ne? Noch ein Archer? Warte mal, gehst du höher als Stufe 3? Ah, gehst du nicht? Ah, okay, today I learned. Highlander, oh baby. Okay, let's bounce. Welle 22 von 25. Bis die Pubertät wieder reinhittet. Also gefühlt geht das mit der Pubertät jetzt aber auch schon gut los. Dass er bei so ein paar Sachen jetzt schon so ein bisschen, ja, ich weiß eigentlich, wie das funktioniert, aber I really don't care. Aber es ist auch schwer zu sagen, weil er ist kein Fan von der Temperatur aktuell draußen. Also du merkst ihn, Mann, wenn der Tag ein bisschen wärmer ist, dann ist er auch sehr ruhig. Dann ist schon sehr, sehr viel Sleepy Time allgemein. Bei Phoebe fängt das jetzt erst an, bei großer Hund. Wie alt ist Phoebe eigentlich? Geh aus den Chinos raus!
Ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich bin Fan. Soll ich mich hier zu bleiben? Ich glaube ja. Die ist jetzt 1. Okay. Ja, wir haben Sonntag den Tag auch noch mit einem anderen Hund verbracht. Der war 2, glaube ich. Das war die Luna. Die war auch super cute einfach. Die haben dann noch richtig schön miteinander gespielt, aber da hast du schon... Da hast du schon gemerkt, dass da nochmal so eine ganz andere Ruhe reinkommt dann. Oh, morgen genau 1 Jahr. Wie schön! Chat, we dead? Maybe? Ich weiß nicht, ob wir das überleben hier. Die Bouncy Boys sind schon wild dabei. Vor allem, wenn du denkst, die Welle wäre rum. Ach du Schande, baller da halt weiter rein, ey. Sie ist scheinschwanger. Sie ist in einen Laden gelaufen, weil da 2 Hundeherren waren. Baby! Bock, Bock? Yo, Highlander? Okay, Chat, wir brauchen den Cleric, wir brauchen den Vagrant. Wir gucken gar nicht nach neuen Sachen jetzt. Wir nehmen Dinge, die wir, die wir schon haben, um alles besser zu machen. Ja. Highlander. Barragier. Und wir können uns gerade noch einen Zeitgeber leisten. Ich hoffe, das ist eine gute Strategie. Level 23 von 25, Chat. This is it. Sollten wir wirklich gewinnen, weil wir diese Drehstrategie hier dran haben, dann ist das einfach der absolute Banger-Kreisel ran, ne? Midlife-Kreisel ist. Ja, so viele Einheiten sind so nah dran, ist so. Ich frage mich, ob ich daraus mitnehmen soll, dass ich den Shop zu früh geupgradet habe. Ich glaube, ich muss ein bisschen eher bouncen, wenn die Gegner zu nah dran sind. Dann muss ich mir angewöhnen, lieber kurz auf meine Heilung zu achten. Aber so weit, so gut jetzt gerade. Wenn wir erstmal die Chance haben, uns irgendwo hinzusetzen, geht es eigentlich echt ganz gut. Beyblade, Beyblade. Let it rip. Wo ist eigentlich das Crossover mit Michael Beyblade? Oh, die sind mir ein bisschen zu nah dran. Oh, zum Glück waren es nicht so viele. Wie kommt die Gefahr, weil der Shop zu früh geupgradet, weil ich Low-Cost-Einheiten habe? Ich meine, für den zweiten Run, müsste ja ganz ehrlich sein, ich glaube, für den zweiten Run läuft das schon ganz gut. Ich möchte auf jeden Fall nochmal mehr AOE ausprobieren. AOE stelle ich mir super strong vor. Im Early Game schwierig, aber ich glaube, wenn AOE relativ schnell gut skaliert, könnte es richtig wild werden. Ich bin hier auch super froh, dass wir diesen einen Warrior haben, dass wenn Gegner mal nah rankommen, dass der mal kurz ein bisschen aufräumt. Ich verstehe gar nicht so was klasse. Ey, Lou! Ich habe heute zum ersten Mal mit diesem Spiel hier angefangen. Action, Arena, Battle, sonst was, Roguelite. Ich habe keine Ahnung von allem, was hier passiert. Die meiste Zeit bin ich einfach nur im Kreiseln. Die komplette Auto-Chess und TFT-Gang im Chat gerade so, Tim ist ja wohl easy. Du gehst auf die Plus 3 bei der Plus 1, um dann den Klassenbonus für die Plus 4 zu kriegen. Oh mein Gott, bist du schon wieder auf den Reroll gegangen? Bist du verrückt? Was sie nicht bedacht haben, ist, ich habe ein Item aufgesammelt, was heißt... Dreh dich nach rechts im Kreis. Und Schudi Schudi.
Let's go. Okay, ihn haben wir. Ey, so schön, was geht ab. Wenn du das FTT auf das ABGW drehst und dann AG über 4 stellst, macht AGG auch ein XFT. Ja. Und das schreibe ich exakt so. Yo, yo, yo. Barisher upgraded. Highlander ist kurz davor. Komm schon, Chat. Chat. Komm. Wir haben die Elite. Wir müssen bouncen. Kreise-Setup. Oh, ist das seine AOE? I need to get out. Ich will nicht durch die Mitte scooten. Ja, wir sind schön am Rand. Oh mein Gott! Chat! Duroboros Technik L! Okay, mehr Critter Health brauchen wir nicht. Mages, Nukas oder Voiders. Create a Void Rift brauchen wir auch nicht. Chat, Doppelkreisel! Es ist Doppelkreisel-Time. Ob linksrum, ob rechtsrum, wir ballern. So, komm, lass mich nochmal einen upgraden jetzt. Komm, gib mir noch was. Komm. Wir brauchen eine gute Lootbox. Chat, Level 3 Highlander. Level 3 Effekt Moliné. Quickly repeats the attack 3 times. Excuse me. Wie wild war das denn bitte? Wir sind in den letzten Dings, oder? Wir könnten doch jetzt rausballern, was wir wollen. Chat, das ist der Cleric! Oh mein Gott. Massenheilung. Let's go, komm. Gib mir jetzt noch einen Vagrant. Komm, ich will einen Vagrant noch. Okay, wir nehmen den Barrager. Und Level 3 Psykeeper. Crucio. Also redistributes damage taken as damage to all enemies at double value. Okay, Chat. Barrager oder Vagrant? Okay, we did not get it. Level 25 von 25. Doppelkreisel Setup. Die nächste Fahrt geht. Die nächste Fahrt geht überall rum. Oh, no, geh da raus. Nicht so. Okay, wir haben irgendwen verloren. Oh, baby. Congratulations. Easy, clap chat. Chat, Daumen hoch bitte. Daumen hoch. You've beaten the game. I made this game in 3 months as a death challenge. And I'm happy with how it turned out. If you liked it too and want to play more games like this, follow me on Steam. I would also release more games this year. Stay tuned. Thank you for playing. Oh mein Gott, New Game Plus. Definitiv nein. Gib mir mal die Credits bitte. Ey Chat, ich teile mal den Link dazu mit euch. SnakeRX kostet, ich glaube, sind es 2,39 € auf Steam. Wenn es euch anspricht, wenn ihr Bock habt auf Autokämpf, Roguelite, Arena, Shooter, Action, Snake, Geballere, schaut da mal rein. Dankeschön! Ey, das war super cool. Ey, Kubi? Banger Soundtrack. Bin ich ganz ehrlich.